Dir geht's gut? Dir geht's gut, das ist sehr schön. Schade, dass wir jetzt das nicht miterlebt haben, wie der praktisch geboren wurde, sag ich mal. Weil das ist immer wieder so ein bisschen dramatisch gemacht, natürlich. Betriebsgebäude. Ich möchte nochmal eben hier gucken. Natürlich müssen wir ein bisschen aufs Geld achten, das ist ganz klar. Da möchte ich eins hinbauen. Weil wir wollen natürlich auch noch ein paar neue Dinos hier haben, nicht nur die, die wir jetzt hier schon hatten. Ist natürlich interessant, weil man jetzt überhaupt nicht irgendwelche großen Kosten hatte. Wo ist denn die Verbindung? Noch haben wir gar keine, oder so. Ja. Sehr gut. Und wir sollten natürlich auch ein bisschen was für die Zuschauer tun, ne? Schauen Sie sich das an! Ein neuer Auftrag, der Ihnen bestimmt gefallen wird. Ja, das ist sowieso eine gute Idee. Kleines Kraftwerk haben wir da hinten. Ich weiß auch gar nicht, was wir für Upgrades machen können bei den neuen. Ausfallschutz. Und war das jetzt verbesserte Leistung 2.0, ne? Ja, sehr gut, haben wir gemacht. Sie sind an der Aufgabe dran geblieben und haben die Ziele des Auftrags erfüllt. Dafür möchte ich Ihnen danken. Der ist schon betäubt, ne? Der ist betäubt. Okay, Transport. Den wollen wir verkaufen. Und der hier wird auch gerade betäubt. Ihr macht den Spino ganz nervös. Ich warte jetzt ab, bis der betäubt wird. Na komm, schieß ab. Sehr gut. Und auch der wird verkauft. So, jetzt streift hier aber noch einer rum. Das ist der. Den wollen wir natürlich auch noch eben betäuben. Aufgabe hinzufügen. Forschung betäuben. Kann sich als wertvoll herausstellen. In diesem Fall war das so. Sie haben ein neues Objekt. Hey! Wir haben ein neues Objekt. Gucken wir gleich mal. Jetzt will ich erstmal hier wieder... Alter, wir kriegen ja aber auch echt gut Sachen. Muss ich leider sagen. Was heißt, muss ich leider sagen? Und wieder 400.000 dazu. Das ist ja unglaublich. Da kann man sich das auch mal erlauben, einige Sachen hier gut zu erforschen. Wir haben gerade keinen Strom. Das ist nicht so schön. Oh ja, Krankheiten behandeln ist ganz wichtig. So, und dann gehen wir mal kurz aufs Expeditionsteam. Versuchen wir es nochmal mit Spino. Dann haben wir dann da nochmal Spino. Zweimal Spino. Sehr gerne. Wieso haben wir jetzt keinen Strom aktuell? Habe ich irgendwas gebaut, was keinen Strom hat? Ja, das Entwicklungslabor hat keinen Strom. Ist klar. Dann nehmen wir mal ruhig ein großes Umspannwerk. Weil ich denke, hier kommt noch ein bisschen was hin. So, und so gucken wir mal, dass wir irgendwie, wenn es geht, möglichst nah an der Straße bauen. Wo ist denn der nächste Strommast? Da so. Hier das? Geht. Gut. Strom hergestellt. Sehr schön. Ja, da kann man aktuell eigentlich nicht meckern, wie es läuft, finde ich. So, jetzt müssen wir mal hier ran. Du müsstest aber gleich Strom haben, Junge. Benötigt Strom kann nicht mehr sein. Du hast Strom. Wir gehen mal eben kurz auf die Upgrades. Benötigt Strom. Das kann nicht sein. Erfolgsrate. Hauen wir mal eben da rein. Ich hoffe, der fängt sich gleich. Rutschettkapazität brauche ich eigentlich nicht. Wieso hast du keinen Strom? Wollen die mich schon wieder ärgern hier? Ich möchte da Brutkasten. Darf ich nicht. Ich warte jetzt, bis der Strom auftaucht. Was sagt das mittlere Kraftwerk hier? Mittleres Kraftwerk. Ah. Ungenutzter Strom. Kann ich da Upgrades reinhauen? Ja, Ausfallschutz. Verbesserte Leistung. Hilft das ja. Ja, aha. Das ist jetzt aber auch Strom.
So, wir haben neue Fossilien bekommen. Es läuft gerade richtig gut. Also ich bin echt begeistert hier von unserem Fortschritt. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das auf keinen Fall. Das kann weg. Und das kann weg. Hervorragend. Bandwurm ist abgeschlossen. Und die, oh, das ist gut. Die ganzen Forschungen, da muss ich dann aber eben hin. Wenn die Krankheit gleich erforscht wird, ist natürlich super. Dann nehmen wir einmal den und dann gucken wir hier nochmal. Ruhig alles erforschen, was geht, solange wir die Kohle dafür haben. Das ist echt ganz, ganz wichtig. So, jetzt kann ich aber endlich gucken, was für Dinos hier noch gut hinpassen können. Wir haben da jetzt ja Stegosaurier drin. Wir könnten ein Spino bauen. Haben wir denn irgendeinen... Doch, der hier. Wir haben doch gerade verletztes... Da hier, den Nikorito nicht. Wie hieß denn der, den wir jetzt neu gebaut haben? Da. Den Ziant... Ach, der ist noch nicht fertig. Den können wir noch nicht bauen. Oh, die Maya-Saurier sind auch immer hübsch. Die mag ich auch sehr gerne. Paricephalo? Nee, ich glaube, das war nicht so gut. Parasaurolophus brauchen wir mindestens 4 Tiere, hieß es, ne? Hatte mir einer gesagt. Das ist natürlich nicht verkehrt. Die sind von der... Okay, oh. 38. Der ist sogar... Der Chasmosaurus ist sogar höher bewertet. Wollen wir den mal probieren? Wir machen das mal mit dem 2 Chasmosaurier. Und gucken mal, wie das dann so aussieht. Und wir brauchen dann irgendwie nochmal ein Fleischfressergehege, würde ich sagen. Aber aktuell halte ich es für sinnvoll, für die Gäste ein bisschen was zu tun. Hotel ist natürlich nicht verkehrt, klar. Hotel ist immer gut. Passt da das Hotel hin? Mal schon gucken hier. Nicht so... Ah, doch, da war es gerade blau. So, dann bauen wir das Hotel dahin. Und vielleicht was zum Essen oder so. Fastfood-Restaurant ist immer eine gute Idee. Na? War es doch gerade. So. So. Und... Essen ist natürlich wichtig und vielleicht was zum Spielen. Spielhalle oder Spielwarenladen. Spielwarenladen ist gut. Den hauen wir mal hier neben, wenn das noch passt. Und das passt gut. Und gleich haben wir Probleme mit dem Strom, ich merke das schon. Da muss ich halt noch ein Kraftwerk bauen. Das ist ja alles nichts, aber das ist wichtig hier. Ja. So, mal gucken. Wenn die alle noch mit Strom versorgt sind, gleich ist ja gut. Ansonsten sehen wir ja. Ne? Er hat schon wieder keinen Strom hier, ich sehe es schon. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Kraftwerk hin. Das nützt ja alles nichts. Mittleres können wir nicht bauen. Aber wir können ein kleines Kraftwerk bauen. Warum ist hier jetzt wieder Terrainbeschränkung? So, dann habt ihr gleich Strom. Aber erst, wenn ich den Weg verbinde. So, okay. Ja, achso, warte mal, mir fällt gerade was ein. Hier war ja noch etwas. Ich kann ja noch erstmal den verkaufen. Genau. Transportmodus. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, jetzt gucken wir, hier war ja noch eine Herde. Hier ist noch eine Herde mit Saurier. Die müssen wir auch noch wegtransportieren. Aufgabe hinzufügen. Kommt auf die Liste. Füge Aufgabe hinzu. Okay, das macht ihr mal. Und wir kriegen eigentlich auch schon wieder ganz gut Kohle rein. Das freut mich. Ist noch nichts Neues auf dem Fossilmarkt eingetroffen? Oder habe ich gar nichts gemacht? Moment mal, habe ich vielleicht gar nichts... Ich habe vielleicht gar nichts gemacht. Das kann sein.
Ich glaube, ich habe doch gar keine neuen. Ne, ich habe doch gar keine neuen ausgewählt. Ha! Dann machen wir hier nochmal der Dilophosaurus. Ja, könnte ich auch machen. Dann ruhe ich nochmal die beiden Spinos, weil hier gibt's ehrlich. Hier gibt's ja. Ich meine, da finde ich ja richtig Kohle, ne? So ist es ja nicht. So. Ja, da kann natürlich jetzt noch nicht viel passiert sein, aber. Gucken kann man ja trotzdem. Oh! Das Kapazität schon voll! Ach du Scheiße! Ja, müssen wir ja. Das ist ja krass. Das ist ja schon voll ausgelastet. Gute Verdauung ist geschafft, toll. Alter Schwede! Wie wir es. Ja, wahrscheinlich, weil das Hotel lockt halt viele, viele Leute an, ist ja klar. Machen wir das mal so. Aber wenn das Fastfood-Restaurant so gut läuft, dann muss ich ja noch ein normales Restaurant bauen. Das nützt ja alles nichts. Das ist ja heftig. Dann nehmen wir jetzt noch ein normales Restaurant. Die Bar, Kleiderladen, Bowlingbahn, Restaurant. Schönes Restaurant, wo sie alle schön mit der ganzen Familie essen können. Nicht so eine Imbissbude, sondern ein richtig schönes, großes Restaurant. Gut. Mhm. Oh, wenn was kommt Sie da? Diese Mission abschließen können, steht Ihnen eine große Zukunft bevor. Wenn Sie scheitern, ja, das bin ich Ihre Zukunft. Ist wahrscheinlich gleich erfüllt, weil ich habe ja gerade Spinus erforschen lassen. Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist richtig. Nehmen Sie an. Habe ich doch schon längst. Was ist hier eigentlich los? Ach, die brauchen noch ein bisschen, okay. Sehr schön. Es läuft, ne? Ich freue mich gerade richtig. So. Es ist, glaube ich, Zeit, mal über ein neues Gehege nachzudenken. Aber hier nicht mehr. Das ist ja alles hier so ein Schlauch. Hier vielleicht. Ja. Oh. Neuer Markt. Ja, geil. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. Bitte. So, dann gucken wir nochmal eben hier Expeditionskarte. Ich mach nochmal, solange es geht, mache ich die beiden. Weil man da echt schöne Sachen findet. Das ist ja richtig cool. So, Gehege. Ich brauche eine Mauer. Normalerweise würde ich das immer schön abwechselnd gestalten, aber in diesem Fall finde ich, kann man auch ruhig mal zwei Fleischfresser gegeneinander bauen. Vielleicht ein paar Ceratosaurier oder so. Oder ein T-Rex. So. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Dann hauen wir mal eine Entwicklungsstation dahin. So. Da so. Andersrum wäre vielleicht ganz gut. Ja, dann hauen wir direkt ein paar Gehege, Aussichtspunkte und so dahin, dass das auch Sinn hat hier. Da wäre besser, ne? Da so. Ja. Das ist gut. Aber den gleichen können wir nochmal bauen. Das stört ja nicht. Da. So, und dann gucken wir nochmal eben. Ach, die kann ich doch nicht bauen. Wollte ich auch gar. Nein, ich bin hier. Ich verklicke mich die ganze Zeit. Das wollte ich doch. Ja. So, und das können wir jetzt alles miteinander verbinden. So. Ja, ich weiß, dass ich keinen Strom habe. Kein Strom.
Da liegt schon wieder ein Tier rum, oder was? Nee, was ist das denn? Da ist ein Futterspender? Interessant. Achso, warte mal, bevor ich jetzt hier weiterbaue, kann ich ja mal eben hier hinten nochmal hin. Moment, ich muss hier auf die andere Seite der Insel. Moment. Da. Da sind ja zwei Betäubte, die da. Die müssen wir jetzt abreißen kann ich das hier auch, ja. Stimmt, da ist ein Baumfutterspender. Geil. ACU ja gut, das geht auch. Betäuben kannst du die beiden. Aufgabe erhalten. Bestätigt. Richtig. Aber was ich jetzt wollte, war Transportteam, nämlich diesen hier. Produkt wird eingesammelt. Und den. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So. Und jetzt können wir den Weg weiterbauen. Sehr schön. Ach, ist das schön. Es ist gerade richtig cool. Ich hoffe, es macht zum Zusehen Spaß. Also ich bin gerade voll beim Element, weil ich merke, dass es gerade richtig, richtig Spaß macht hier. Das ist echt cool. So. Machen wir lieber. So. Dann machen wir den noch daran. Den natürlich auch verbinden. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. Strom. Mast und Schotbruch. Produkttransport im Gange. So, dann hauen wir mal. Produkt unterwegs. So, und jetzt brauchen wir mal so einen hier. Dann haben wir hier nämlich schon mal überall Strom. Und da noch mal einen kleinen, ne? So, jetzt sollten sie eigentlich alle Strom bekommen haben. Perfekt. So, jetzt ist die große Frage, was bauen wir hier rein? Also ich würde sagen, irgendeine Art Fleischfresser. Cerato ist natürlich geil, weil die sind auch recht beliebt. Und ich habe ja die Genome da erhöht. Das heißt, das reicht eigentlich schon so. Dass da, natürlich die Beliebtheit um einiges besser ist. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Bäume wegnehmen. Vor allem hier die Sicht. Ist natürlich sonst ein bisschen verbaut hier. Das könnte sogar schon reichen. Versuchen wir mal hier Ceratus reinzukloppen. Die kosten natürlich auch, das ist mir schon klar. Ich glaube, zwei Ceratus können wir uns auch mal erlauben. Die kann man da ruhig in Gruppen halten, bin ich der Meinung. Ja. Hauen wir mal. Ach, scheiße. Ich hab was vergessen. Ja, das hätte ich zuerst machen sollen. Erfolgsrate. So, und jetzt. Ja, es ist wahrscheinlich der erste schon hinüber. Gucken wir dann mal. Und da muss ich dran denken, dass ich dann gleich dann noch eine Dings hinbaue. Spino, geht's dir gut? Natürlich schon geil, ne? Ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Du könntest mal eine Ziege fressen, das würde ich gerne mal sehen. Brüll mal. Brüllst du mal für uns? Der ist schon geil. Ich mag den. Geiler Spino. So. Wir haben ja auch reichlich Aussichtsplattformen. Ist irgendwas aktuell da, was total fehlt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, wir kommen ganz gut zurecht. Was sagt hier unsere... Ah, die sind beide fertig. Wir sehen also eine neue Dino-Art. Und ich hoffe mal, dass sie sich hier wohlfühlen werden. Die haben wir, glaube ich, noch nie gebaut. Oder doch? Ich glaube nicht. Also ich denke, die müssten sich eigentlich... Nur mit drei Hörnern. Diesmal ja. Ein Kosmosaurus.
Am Schädel hat er eine Art breite Manschette. Zu dünn, um Schutz zu bieten. Weshalb man glaubt, dass sie nur zum Beeindrucken potenzieller Paarungspartner dient. Was auf den Inseln sowieso nicht passieren kann. Sicher nicht. Wahrscheinlich. Was hier wichtig ist, wir brauchen hier unbedingt mehr Futterspender jetzt. Da habe ich schon zwei reingekloppt, aber machen wir noch einen dritten hier hin. So, wie fühlst du dich? Oh, er fühlt sich wohl. Achso. Sozialverhalten. Er kommt ja gerade ein zweiter rein. Ich hoffe, dass er sich dann besser fühlt. Ah, noch nicht so, ne? Oh. Brauchen wir noch einen? Ja gut, keine Sorge. Ich kann ja noch einen bauen. Oder zwei. Wo sind sie denn? Da. Machen wir ruhig noch zwei, ne? Weil wenn die sich nicht wohlfühlen, ist natürlich doof. Sollen sie jetzt nicht gleich wieder ausbrechen. Wo ist denn der zweite? Ja, ich hoffe, das wird. Nicht böse sein.